So, jetzt wieder zum dritten Teil. Und was haben wir hier jetzt? Haben wir Schnauze da. So, das war doof. Oben ist sowieso nichts. Ich habe sowieso zu wenig Geld für alles. Dann einfach mal weitergehen. In dem Geheimraum war ich noch nicht. Ich habe sowieso keine Bomben. Die Pille vergesse ich jetzt einfach mal. Das ist doof. Das hätte ich wirklich woanders benutzen können. Naja. Guck mal, was wir hier im Feuer haben. Ist jetzt der Damage eigentlich wieder... Nee. Da war nur so ein bisschen Damage mehr, aber es war schon relativ stark. So, dafür sind natürlich die Special Tiers ganz gut. Da kannst du schön durch die Steine ballern. Das stört keine Sau. So. Ja, ich hätte gerade die Leiter kaufen müssen. Aber ich habe nur 5, glaube ich, gehabt. Das war doof. Es gibt natürlich auch noch andere Items, womit man fliegen kann. Zum Beispiel die Schlinge. Dann fliegt man dann nur so als Kopf rum. Sieht lustig aus. Bringt insofern was, dass man über alles drüber fliegen kann. Genauso wie über dieses rote Zeug, was hier rumliegt von den Viechern. Das war unnötig, dass ich hier reingegangen bin. Da war eigentlich eh nichts. So, mal gucken, was hier noch so. Feuer. Das geht überhaupt nicht aus. Das. Hallo. Doch, jetzt. Da ist sowieso nichts. Doch, eine Bombe habe ich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann gehe ich einfach mal so hier lang. Habt ihr schon gesehen jetzt ein paar Mal? Die Fliegen und der komische Fleischball schützt mir jetzt nicht mehr, aber schützt mich des Öfteren. Wenn man natürlich nur einen Teil hat, schützt das weniger. Wenn man mehrere Teile hat, schützt es wohl viel mehr. Diese Bosse sind auch sowas von unnötig, weil sie einfach mal nichts können. Und da ist wieder eine Bombe. Das Ding spreng ich jetzt einfach mal. Geld. Kleingeld. Oh ne. So, nein, komm. Ja. So, guck mal erstmal in den Geheimraum gehen und gucken, was es da so gibt. Toll, 11 Münzen, dafür kann ich mir nichts Tolles kaufen. Das Tolle kostet nämlich immer so ungefähr 15 Münzen. Einfach mal weitergehen, ignorieren und wie jetzt ist das schon wieder der gleiche Raum. Ist mir bescheuert. Ja, genau. Haut mich hier ruhig kaputt. So. Ja, das Geld kann ich auch kaum nehmen. Siehst du, weil da ist der Boss. Gucken, was es diesmal mit dem Boss hier da so auf sich hat. Ein Herz. Mit 3 jetzt schaffe ich wohl. Ah, schaffe ich das wirklich? Ich habe nämlich einen schönen Trick. Wenn man nämlich immer schön ins Gesicht schaut, dann macht er immer das Gleiche. Dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür hat man dann die Sicherheit, dass der einen nicht... Ja, okay. Nicht immer, nicht immer. Nur manchmal. Die Dinger kann man auch schön kaputt machen, wenn er diesen Strahl macht. Macht er nämlich dann immer selber kaputt. Die nerven nämlich ziemlich. Da, siehst du, die macht er selber kaputt, wenn sie natürlich im Strahl drin stehen. Ja, so geht's auch. Dann einfach mal immer rundum. Immer wenn er grinst, macht er das. Das sieht man eigentlich wohl relativ leicht. So, nächster. Nochmal. Ja, komm. Also ob das Bug-Using ist, weiß ich auch nicht. Oder ob der einfach nur dämlich ist. Aber es funktioniert. Mom's Underwear ist schon wieder Range. Also ich weiß nicht, wie weit ich noch schießen soll. Das ist nämlich schon fast wieder in die anderen Räume rein. Aber okay, so, jetzt sind wir bei der Ebene angekommen mit Mom.
Direkt mal in den Geheimraum gucken. So. Da haben wir ja ein bisschen Geld. Wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Immer nach unten gehen. Die Dinger sind nicht sehr schön. Die machen nämlich immer. Spucken nämlich immer solche roten Dinger aus, wenn Gegner im Raum sind. Wenn sie nämlich nicht mehr da sind, dann machen sie es nicht. Was sich von selbst erklärt, eigentlich. Aua. Das war unnötig jetzt. Monster hat mit. Und die sind eigentlich nur immer. Aber okay. Wollen wir mal hoffen, dass es unten in den Verkaufsraum jetzt was Schönes gibt für mich. Irgendwas mit Damage oder so. Das wäre nämlich schön für die späteren Räume. Weil das ist jetzt die letzte Ebene für Items, also für den Itemraum. Danach gibt es den Itemraum nämlich nicht mehr, also in Mom. Da haben wir Book of Revelations, den Schlüssel und die Bombe. Davon kann ich nicht sehr viel gebrauchen. Da warte ich doch lieber einfach mal und guck mal so weiter, was es hier noch so gibt. Vielleicht gibt es ja noch so einen Spielchenraum. Wenn ich jetzt nicht hier so gleich sterbe, das wäre jetzt nämlich echt peinlich. Aber ich habe ja auch ziemlich wenig Life für diese Stage. Eigentlich hätte ich nämlich schon ziemlich viel mehr Life gehabt. Haben die gerade solche Dinger gespuckt? Wieso spucken die solche Dinger? Haben sie so einen Nigel gemacht. Aber okay. Mal gucken, was es hier schon gibt. Im Itemraum. Da mal Little Chat. Das ist ganz okay. Also jetzt nicht das ultimative Item. Aber mal durchgehen lassen. Der droppt nämlich in, lass mich lügen, jedem zweiten Raum, den man cleart, Herzchen. Aber dann auch nur so ein halbes, ist halt nur so, wenn man sowieso nichts verbraucht mit den Herzchen, sammelt man die dann. Aber manchmal auch ein Lebensretter. Okay, das war er jetzt nicht, weil wenn er so ein Herzchen droppt, dann droppt er das direkt unter sich. Lässt er sich fallen. So, gehen wir hin. Da mal hin, gucken, was da so ist. Jawohl, da haben wir es doch. Hab ich mir doch gedacht, dass es hier so einen Raum gibt. Weil den hatten wir bisher noch nicht. 18 Münzen habe ich. Ich werde mal versuchen, was Schönes aufzugabeln. Erstmal hier Ding sprengen. Oh yeah, da haben wir doch Steven. Ein Damage-Up haben wir bekommen und zwar fast voll. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch so kriegen. So. Da haben wir eine Fliege. Vielleicht kriegen wir noch eine Fliege geschenkt. Das wäre schön. Oder ein paar Herzen, genau. Also so eine Pretty Fly, die so um meinem Kopf rumfliegt. Das wäre jetzt. Das wäre eigentlich wohl ganz schön. Könnten mir diese Dinger fast nichts mehr anhaben. Was war das jetzt? Das war doch hier dieses. Nee, das war eigentlich der Haufen auf dem Kopf. Der gibt nämlich schöne Immunität gegen die Fliegen, weil die sind auch schon ziemlich nervig. Das ist eine Pille, die bewirkt Fragezeichen. Da wir die Life weniger schon weg haben, nehme ich die sofort einfach mal. Bombs are keys. Das ist gut oder schlecht. Das ist ja okay, jetzt im Moment eigentlich ganz gut. Können wir das gleich benutzen. Da haben wir wieder drei Münzen gekriegt. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Herzen von dem. Das wäre nämlich eigentlich wohl ganz... Hey, oder Geld. Eigentlich wohl ganz nützlich. Dann könnten wir nämlich den Spendenautomaten füttern. Da haben wir es doch. Den Spendenautomaten füttert man mit halbem Herzen und kriegt dann Geld. Und wenn der auf voll ist, dann explodiert er. Das ist immer unterschiedlich, wann der voll ist. Und bisher habe ich das immer gehabt, wenn er von alleine explodiert, nicht mit Bomben, alleine. Hat man immer ein Blood Bag gekriegt, also so ein Blutpaket. Da hat man nämlich ein Herz mehr. Das ist auch ganz schön. So, jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Wir sind auch schon wieder da. Warte mal, haben wir jetzt dieses
Häufchen, ich glaube. Jawohl. Immunität gegen Fliegen, das ist gut. Herzchen. Und bumm. So, hier mache ich mir jetzt mal einen Break. Und mache jetzt wieder einen neuen Teil. Bis gleich.